Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Außer Wien und danach trennen sich mit einem 1:1. Ich freue mich, wenn wir unseren Cheftrainer Manfred Schmidt begrüßen zu dürfen. Herr Manfred, wie fällt dein Resümee zum Spiel aus? Ja, grundsätzlich bin ich unzufrieden mit diesem Spiel. Wir haben einige Minuten gebraucht am Beginn, dass wir reinfinden. Dann war es aber ein sehr, sehr intensives Spiel. Ich denke mal, das ist auf sehr hohem Niveau sehr, sehr intensiv. Wir haben wenig Torchancen gesehen auf beiden Seiten, aber das Unentschieden in der ersten Hälfte geht ganz klar in Ordnung. Zweite Hälfte war es dann so, dass wir in der Halbzeit ein bisschen was verändert haben, was unseren Spielaufbau betrifft. Sind gut in die zweite Hälfte gestartet, haben Lars eigentlich unter Druck gesetzt und sind dann durch einen abgesetzten Schuss 0:1 in Rückstand geraten. Da hat man dann gemerkt, dass die Mannschaft ein bisschen darauf reagiert hat, aber wir haben weiter versucht, auf den Ausgleich zu drängen. Wir haben sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt, haben die eine oder andere Ausgleichschance gehabt, durch FIFA zum Beispiel. Haben dann am Ende auch ein bisschen Glück gehabt bei der Chance für den Last, selbst 2:0 stehen können. Aber grundsätzlich denke ich, dass das Unentschieden in Ordnung geht. Aufgrund der Leistung meiner Mannschaft bin ich absolut zufrieden. Danke, Manfred. Jetzt bitte um eure Fragen. Ja, aufgrund des Spielverlaufes, zweite Hälfte, das hat er auch gesehen, dass wir die bessere Mannschaft, ganz besonders am Beginn waren, dass wir sehr, sehr gut gespielt haben. Dann sind wir wirklich in Führung gegangen und würde auch verstehen, wenn er unzufrieden wäre mit dieser Großchance, die wir hatten. Aber vorher hat es doch auch die eine oder andere Chance gegeben, wie ich schon gesagt habe, durch Fischer Manfred und so die eine oder andere Halbzeit, die wir nicht konsequent ausgespielt haben. Aber grundsätzlich würde ich mit dem ganz gleich, dass die Unentschieden mehr als verdient für beide Mannschaften ist. Für mich ist das eigentlich überhaupt kein Thema. Wir haben mit -3 gestartet, jetzt noch 2 Runden da so ein Regime zu ziehen oder wir haben jetzt gegen Salzburg gespielt, eine gute Leistung gebracht, wir haben heute eine gute Leistung gebracht. Wenn wir dann noch 10, 12 Runden noch immer da stehen oder eine Drucksituation haben, dann können wir darüber reden, aber jetzt im Moment noch 1 oder 2 Runden ist mir das zu früh. Gibt es noch weitere Fragen, ja, Thomas Luck? Lag sicher auch in der intensiven Spielweise, wenn wir hohes Tempo gegangen sind, beide Mannschaften sehr, sehr viel Laufarbeit, viele Zweikämpfe. Aber ich glaube, dass die Taktik auch sehr hoch stehen war. Das sind zwei Mannschaften, die Qualität haben, die taktisch gut gestanden sind in der Defensive, gute Abwehrspieler haben. Generell zwei Mannschaften mit Qualität. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass der Last eine Mannschaft ist, die sehr, sehr aggressiv Fußball spielt, sehr, sehr gut organisiert ist, schnelle Spiele in ihren Reihen hat, wo du immer wieder auf der Hut sein muss, dass er nicht in einen Konter läuft. Und trotzdem muss ich sagen, so die Mannschaft gefeitet und gekämpft hat, weil ich richtig, richtig gut. Gibt es noch weitere Fragen? Vollkommen richtig, dass wir sehr, sehr viel an Standards arbeiten. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist eine Mannschaft, die auch sehr, sehr gut verteidigt hat. Wir haben große Spieler in ihren Reihen, die Innenverteidiger, und dann ist Schmidt noch ein großer Spieler reingekommen. Die haben das richtig gut gemacht. Und ich glaube auch, dass wir da an arbeiten müssen. Man hat das im letzten Jahr gesehen. Wir haben im letzten Spiel ein entscheidendes Standard-Tor gemacht und sonst auch unsere Probleme gehabt, was das Verwerten von Torchancen war, aber ich sehe die Mannschaft darin verbessert und jeder Standard war irgendwo immer gefährlich. Es war nicht so, dass sie schlecht getroffen waren, sondern dass sie teilweise sehr, sehr gut verteidigt wurden. Ja, einmal noch Thomas Muck.
sehr, sehr wichtig, wenn man auch die Reaktion der Spieler dann danach in der Kabine gesehen hat. Die waren nicht unglücklich über das Spiel. Sie haben gefeiert bis zuletzt. Sie haben diesen Punkt erzwungen, das ist ihnen gelungen, aber sie sind auch überzeugt von dem, was wir vorgehabt haben, von unserem Plan, von unserer Idee, wie wir Fußball spielen. Und da hilft es natürlich ungemein, wenn sie sehen, dass das auch funktioniert. Ja, Stefan Eller hat noch eine Frage. Ja, weil die Fans einfach gesehen haben, wie die Mannschaft fightet und wie sie sich reinhaut in jeden Schuss, in jeden Zweikampf, alles versucht, um den Ausgleich unbedingt zu erzielen. Dass wir sehr, sehr gute Fans haben, die ein Gespür dafür haben, was die Mannschaft braucht, ist auch klar. Aber die Fans haben uns das letzte Jahr über sehr, sehr oft getragen, sehr, sehr gut unterstützt und noch einmal, so wie die Mannschaft heute gearbeitet hat, wie sie Fußball gespielt hat auch. Würde ich nicht verstehen, wenn es anders wäre. Also, schwierig zu sagen, weil wir haben sehr, sehr viele Spiele in den nächsten Wochen, sehr, sehr viele ähnliche Runden mit Cup, mit Meisterschaft, mit Europapokal. Aber wird jeder seine Einsätze bekommen und deswegen ist es noch schwierig zu beantworten. Wir sind am Beginn der Meisterschaft, am Beginn der Saison und es war einiges möglich. Absolut notwendig. Ich habe es schon in einer anderen Bekannung gesagt. Ich habe die Erfahrung gemacht in Köln, wo der Kader von der Größe her nicht so aufgestellt war. Und dann irgendwann war es dann so, dass wir 13, 14 Spieler hatten. Wir mussten in jedem Bewerb da mitspielen. Du konntest kaum trainieren, nur mehr regenerieren. Dann kamen Verletzungen dazu. Und dann ist es schwierig, erfolgreich zu sein. Und deswegen ist es umso wichtiger, einen qualitativ hochwertigen Kader zu haben. Hast du Frage von Thomas Muck? Das ist für ihn, sein Selbstbewusstsein richtig gut, aber man hat schon gesehen in der Vorbereitung und auch jetzt in den Spielen, dass es ein Spieler ist, der sehr viel mitbringt, was wir brauchen, Tempo, immer zu zum Tor, sehr, sehr ehrgeizig, oft das eine oder andere Mal vielleicht noch zu viel, aber das ist ein Spieler, der sehr, sehr viel Qualität mitbringt und der uns noch viel bringen wird und mit dem wir sicher noch viel Freude haben werden. Und dann wieder mal das alles beantwortet. Danke Manfred, danke an die Medienvertreter und danke an die Zuseherinnen und Zuseher von Viola TV. Wir wünschen noch einen schönen Sonntagabend.